Damit von mir ein herzliches Willkommen zu unserer F123 My Team Karriere. Wir sind hier in Texas zur USA Grand Prix in unserer fünften Season. Das ist das drittletzte Rennen der fünften Season und wir haben bereits beide Titel eingefahren. Dennoch kann es heute wieder ein sehr spannender Sprint, aber vor allem auch ein Hauptrennen werden. Hier haben wir nun den COTA Circuit of the Americans, 5,5 Kilometer, 20 Kurven und 2 DS-Zonen. Die Strecke ist wirklich toll. Anfangs mochte ich sie nicht, aber sie ist immer besser und besser und besser geworden. Und auch mit den neuen Autos macht das unfassbar Bock. Jetzt springen wir direkt ins Qualifying rein und let's go. Mein erster Run hat mich in einer 1:31.2 auf den vierten Platz gebracht. Hier, naja, Turn 1 war jetzt eher suboptimal. Ich bin da über den Innenkörb drüber gerattert. Das hat viel Zeit gekostet. Dennoch, da sind wir immer noch hier ein bisschen im Spiel drinnen. DS ist durch. Und da können wir auf jeden Fall, ja, nichts merken, denn ich bin über den dritten SSO, ja, katastrophal drüber gekommen, dass es uns hier eigentlich nicht weiterbringt. 3/10 hier schon im Delta, ich hoffe natürlich, dass wir das mit einem guten Exit aus dieser Kurve hier beheben können. Jetzt aber mal hier der Exit, der muss sitzen und das macht er auch. Wir finden hier toll Zeit, 1, ja, 170, es geht dennoch ein bisschen nach oben, mit dem DRS konnten wir das jetzt wieder ein bisschen ausgleichen. Und jetzt heißt natürlich, müssen wir ein bisschen im letzten Sektor zaubern. Das ist ganz klar. Jetzt geht es hier in diese Engstelle, wo damals Verstappen Hamilton überholt hat in der Season 2022. Dann hier in die Mitte des Endsektors. Und ja, vor allem ist es jetzt hier wichtig, genau diese Stelle hier ist so schwierig, denn der Exit ist hier verdammt wichtig und der war toll. Der war sehr gut und jetzt kommt die umgedrehte Türkei, 8. Kurve hier, Full Speed durch. Ich verliere aber auch hier wieder ein bisschen Zeit, dann hier rechts nur nicht zu weit drüber. Da bleibe ich weit weg und da finde ich doch noch ein paar Tausendstel in der letzten Kurve. Verbremse ich mich wieder, aber leicht doch hier eine fast eine Zehntel. Gucken wir mal auf die Startaufstellung des Sprints. Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Dank einer unglaublichen Runde gestern startet Ayrton Senna von der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, der Wissenschaftler, Tsunoda, Oscar Piastri, Norris, Ocon, Bottas, Theo Pourchaire, Leclerc, Sainz, Gasly, Drugovic, Stroll, Liam Lawson, Doohan, Albon, Joe, Magnussen, Sargent und Nick de Vries. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun im verregneten Texas, aber nur der Sprint ist regnerisch. Vom vierten Platz aus, also ich konnte mich nicht mehr stark verbessern. Lights out und let's go. Der Sprint hier in Austin, wir kommen besser weg als George Russell, doch die Konkurrenz da vor uns. Im, ja, Verstappen und Senna, die beiden sind unfassbar stark. Wir gehen hier ein bisschen außen in Turn 1 rein, es wird ganz eng und da kommt der Schlag von hinten. Und wir können nichts mehr machen, wir sind Passagier, ich habe keine Ahnung, was hier los war. Ich bekomme die Verwarnung, ich muss mich hier mal ein bisschen zurechtsehen. Und ja, da gibt es die Berührung bei Verstappen, da gibt es die Berührung von Hamilton mit einem zweiten und mit dem rechts und links von ihm. Und der konnte sich dann nicht mehr kontrollieren, es gibt die Red Flag. Und eine 5 Sekunden Strafe für mich, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wir machen es wie alle anderen und gehen auf den roten Reifen vom 9. Startplatz aus jetzt hier in den Rest des Sprints rein. Wir kommen hier verdammt gut weg und ja, keine Ahnung, was die anderen so gemacht haben. Valtteri Bottas und ich sind da wirklich traumhaft weggekommen. Hier musste ich einen kleinen Cut einlegen, denn ich wollte einfach nicht schon wieder so einen dummen Crash hier bekommen von hinten. Diesmal war ich meiner Meinung nach unschuldig da dran, denn es war einfach nur ein blöder Move von der KI, dass die mich da so wegschieben. Es ist der 4. Platz und das heißt natürlich auch ein bisschen jetzt die Zeit rausfahren, denn mich juckt ehrlich gesagt das Ergebnis vom Sprint absolut gar nicht, aber es heißt halt auf jeden Fall, dass ich mir einen guten Startplatz fürs Rennen raushole. Sollte es jetzt so ausgehen, keine Ahnung, starten wir auf dem 12. oder 13. Platz, das wäre der Worst Case, ich verbremse mich hier, ich will natürlich pushen bis zum geht nicht mehr, doch die Reifen sind kalt, das setzt sich fast der Mercedes, es war Mercedes Bottas, egal, irgendjemand setzt sich da fast neben uns, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Druck, denn wir haben nur 5 Runden und müssten theoretisch jede Runde eine Sekunde auf die hinteren Jungs da gut machen. Das ist, denke ich mal, theoretisch unmöglich, aber ich kann natürlich hoffen, dass ich dennoch das Feld ein bisschen auseinanderziehe und wieder durch ein bisschen was an Plätzen gut mache. Max Verstappen und Oscar Piastri kämpfen jetzt da vor mir ganz, ganz,
ja, ungeniert. Das wird auf jeden Fall interessant werden, denn sollten die wirklich länger fighten und ja, sollte das denen Zeit kosten, könnte ich natürlich an denen vorbeigehen und könnte die dennoch ein bisschen weiter fighten lassen und hoffen, dass die so ein bisschen die Konkurrenz aufhalten. Ich habe mich aus der Sekunde rausgefahren, sprich, das hat schon mal funktioniert. 3-4 Runden sind es noch zu gehen und ich muss jetzt auch in jeder Runde eine Sekunde gut machen. Sollte jetzt hinter mir nichts Großartiges mehr passieren, denke ich mal, ist das eher eine Mammutaufgabe und bei 4 Runden kaum zu bewältigen. Wir gucken uns mal ein paar Replays an. Das war der erste Start unter dem Regen. Wir sind auf dem 4. Platz, das rechte rote Auto hinter dem Red Bull. Und ja, wir kommen eigentlich gut weg. Der Mercedes ist ein bisschen schwächer gestartet. Die Jungs in der ersten Reihe sind traumhaft gestartet. Also Senna und auch Verstappen hatten da wirklich kaum Probleme. Und ja, dann gehe ich eigentlich rein. Ich habe auch kaum irgendwie ja, gemurks wollen. Und dann kriege ich den Schlag von der Mercedes, ich glaube es war Hamilton, aber es war einfach nur blöd und unnötig, kann auch Russell gewesen sein, I'm sorry, don't, ja, macht mich nicht darunter oder so, wenn ich das nicht weiß, und da sehen wir auf jeden Fall, die ersten drei starten perfekt, aber dann waren so zwei, drei Jungs, die haben irgendwie, keine Ahnung, noch PSP oder so gezockt oder keine Ahnung, Switch oder so, ich weiß es echt nicht, es war sehr weird auf jeden Fall, die hatten da was anderes zu tun auf jeden Fall. Jetzt dann in den SS habe ich ein bisschen abgebissen am Mann vor mir. Da war auch wieder der Bottas näher dran. Ich wollte auch in den SS nicht direkt komplettes Risiko gehen, denn du musst da natürlich auch aufpassen. Die roten Reifen, die halten auch nicht ewig. Und wenn du da tatsächlich bis zum Schluss diese 4-5 Runden komplett pushen willst, musst du auch tatsächlich ja, ein bisschen runtergehen vom Gas und nicht gleich am Anfang ja, die Reifen komplett tot machen. Das war auch diese ja, Situation hier, ich will nicht neben die Strecke, rutscht da komplett weg. Jetzt sind wir wieder hier an den Max Verstappen dran. Es ist wieder die 4. Runde, wo wir auch vorhin schon waren, die SS. Wir können den beiden Jungs da vorne gut folgen, eben auch, weil Piastri, ja, Verstappen einbremst, muss man schon zugeben. Ja, das kann auf jeden Fall härter werden, denn ich muss ganz schnell an den Jungs vorbei. Hoffe natürlich, dass ich schnell DRS bekomme. Bin mir aber auch nicht sicher, es wird noch kein DRS geben, oder? Deswegen probiere ich es jetzt hier gleich mal. Oh mein Gott, das war so ein später Move. Ein so ein später Reinbremser hier und das gegen den Weltmeister. Das ist, okay, wir sind der Weltmeister, aber das gegen den dreifachen Weltmeister, das musst du dich auch mal trauen. Hier auch im Windschatten und mit dem DRS kommen wir ganz, ganz schnell auch an Piastri dran. Da probiere ich aber nicht so einen Move. Da machen wir hier mal kurz. Ja, still. Da machen wir mal kurz ein bisschen Pause. Und lassen da mal ein bisschen hoffentlich die Konkurrenz arbeiten. Das sind 1,4 Sekunden, die wir jetzt auf Russell gut haben. Und ich sehe auch schon, dass sich da hinten kleinere Gruppen bilden. Wir sind jetzt hier in der 6. Runde. Bis dato hat es keine Chance gegeben, hier irgendwie an dem Australier vorbeizugehen. Ich habe keine Chance irgendwie gesehen, keine Lücke. Doch jetzt mit DRS-Hilfe könnten wir auf dieser extrem langen Geraden. Da schneide ich Ihnen den Curb, aber so perfekt, dass es kein Kurvencutting war, a la Chano Opmir, und ich setze mich hier auf dem 2. Platz. Wir sind über 2 Sekunden von George Russell weg, was auf jeden Fall bedeutet, dass wir safe in die Top 10 starten werden. Da lege ich mich fast fest drauf. Jetzt auch noch Ayrton Senna vor uns. Da will ich natürlich jetzt absolut kein Risiko mehr eingehen. Senna hat sich das verdient. Er ist auch ein tolles Wochenende gefahren. Doch in der 7. Runde macht sich da die Tür auf. Und wir können in Turn 1 jetzt auch am Brasilianer vorbeigehen. Wir führen den Grand Prix von den USA an und wir dürfen nicht vergessen, ich musste wegen dem Crash vom 9. Platz ins Rennen gehen. Ich weiß nicht, ob das die klügste Idee war, jetzt am Brasilianer vorbeizugehen oder mir noch einmal das DRS zu gönnen. Das ist halt wirklich eine ganz, ganz spontane Sache gewesen. Ich wollte jetzt auch nicht direkt an ihm vorbei. Jetzt muss ich noch einmal alles geben. Es sind nur 1,9 Sekunden. Jetzt gucken wir uns aber mal die Replay an. Und das war dann gegen den Red Bull. Und ich muss sagen, der Move hat mir so gut gefallen. Damit hat auch Verstappen absolut nicht gerechnet. Setz mich da neben ihn und gehe da einfach rein. Da ist ganz knapp mit dem Piastri gewesen. Aber sonst alles perfekt geworden. Wir sind in der 7. Runde von 7. Letzten beiden Kurven. Da geht es ein bisschen über die Track Limits drüber. Ich mache die Forstregel von Charlie Whiting damals. Der Curb ist die Linie. Und wir kommen hier mit knappen 2 Sekunden Vorsprung zu George Russell ins Ziel. Gucken wir mal auf die Starterstellung. Noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus.
Oscar Piastri startet aus der Pole Position und Ayrton Senna macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen, Russell, Bottas, Tsunoda, Theo Pourchaire, Norris, der Wissenschaftler, Ocon, Gasly, Sainz, Leclerc, Stroll, Liam Lawson, Albon, Joe, De Vries, Magnussen, Doohan, Sargent und Felipe Drugovic. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Hier sind wir nun am 9. Platz. Das ist okay, würde ich mal sagen. Ich habe mir mehr erwartet. Lights out und let's go hier zum Hauptrennen. Und es wird auf jeden Fall eine interessante Sache werden, denn wir haben die weißen Reifen gewählt. Und was ist mit Senna los? Der ist vom ersten Platz gestartet und ist jetzt hinter mir auf dem 7. Der hatte vor einem miserablen Start die 3 oder 4 Leute neben ihm. Wir konnten mit Bottas und Verstappen da zusammen einfach so einen Traumstart raushauen. Was war da nur los? Das müssen wir auf jeden Fall dann bei der Start-Replay analysieren. Die weißen Reifen sind auf jeden Fall scheiße kalt. Also ich kann kaum das Gas durchdrücken, ohne dass mir das Heck kommt. Es ist wirklich ganz, ganz schwierig, mit diesen weißen Reifen zu fahren. Und ich bin mir da nahezu sicher, dass ich nicht lange da auf dem 4. Platz bleiben werde. Es ist so schwierig. Die roten Reifen sind natürlich deutlich besser. Die haben mehr Grip. Valtteri Bottas sollte aber ehrlich gesagt auch ein paar Probleme mehr haben. Und da zieht einfach mal der Theo Pourchaire an uns vorbei. Kann ich mich da retten? Irgendwie hat die Innenseite, ich sag, sehr weit vorne. Ja, da bin ich jetzt außen und ja, so ein bisschen verloren. Hier bin ich jetzt wieder innen. Will da aber auch kein großes Risiko eingehen und muss da jetzt die Innenseite nehmen. Und da kann, oh mein Gott, da zieht Pourchaire mit einem sehr gewagten Manöver wieder an uns vorbei. Es ist jetzt der 5. Platz. Es geht halt nach hinten, leider. Aber ich hoffe natürlich, dass wir im Verlauf des Rennens noch ein paar Plätze gut machen können. Denn am Schluss bin ich dann am roten Reifen und ich hoffe dann natürlich auch, dass das einiges mehr bringen wird. Auch Ayrton Senna hinter mir, das ist ein bisschen schade, denn ich habe da echt mehr erhofft und hoffe auch, dass die Replay da ein bisschen Aufschluss bringt. Oscar Piastri führt den Grand Prix an. Sehr starkes Wochenende für Aston Martin bis jetzt. Mal 4. und 1. Platz. Das ist echt stark. Gucken wir uns mal die Start-Replay an. Und Senna von der nein, ist der 2. Platz. Und da muss einiges schief gelaufen sein. Und das ist es auch. Guckt euch das mal an. Der komplette linke Flügel da mit Piastri und auch dem Mercedes, der ist so grottig gestartet, hatte da wirklich richtig Probleme. Senna und ich glaube, das ist Russell oder Yuki. Ich glaube, es war Yuki. Die beiden sind so schlecht gestartet. Also das war dann schon fast grausam, das zu sehen. Ja, Glück im Unglück, dass das immerhin noch in den Punkten ist. Aber für Senna ist da wirklich jede Hoffnung zu spät. Ihr könnt mir gerne jetzt schon mal Tipps in die Kommentare schreiben, welchen Fahrer wir uns für die 6. Season holen sollen. Es stehen ein paar zur Auswahl, die ich echt gerne noch einmal hätte, bevor ich, ja, da quetscht sich hier durch, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich wäre auf jeden Fall für Verstappen oder Hamilton, das wäre cool. Ich glaube aber, Hamilton hat retired, sprich, den können wir nicht mehr wählen, aber vielleicht auch doch, also schreibt gerne neue Vorschläge rein, eventuell einen, ja, ikonischen Fahrer, wie Prost oder doch wieder Senna oder Schumacher. Oder vielleicht doch jemand anderen. Hier in der 2. Runde sind die Reifen dann schon mal ein bisschen mit Grip da. Und ich kann mich ohne DRS-Hilfe wieder an... Da kommt es zu leichten Berührung mit Valtteri Bottas. Das war gar nicht gut. Aber ich kann mich da wirklich an Theo Pourchaire vorbeiarbeiten. Und es ist wieder der 4. Platz. Auch Bottas kommt nicht so vom Fleck weg, wie er sich das vermutlich gedacht hat. Es war mir auch klar, dass die Anfangsphase mit den weißen Reifen die Hölle werden wird. Also wirklich, dass das kein Zuckerschlecken ist, war mir klar. Doch, ich werde es jetzt trotzdem durchziehen. Ich muss das jetzt bis Runde 12 oder so machen. Dann kann ich easy going mit dem roten Reifen ins Ziel fahren. Hab keine Probleme. Und so sieht auf jeden Fall der Plan in meinem Kopf aus. Kann natürlich wieder vieles passieren aus der letzten Kurve raus. Und wir holen sich die schnellste Rennung. Und das ist so surreal. Das Auto ist mittlerweile so stark geworden. Jetzt im Windschatten ist auch Valtteri Bottas bald dran. Da gehen wir rechts vorbei. Er hat zwar die Innenseite, doch ich decke es ein bisschen mittig ab. Er probiert hier durchzustechen. Zurückzustechen, nur nicht neben die Strecke, dann gibt es direkt eine Verwarnung. Und da können wir tatsächlich mit noch einem späteren Bremsmove gegen Bottas sich durchsetzen. Es ist der 3. Platz, wir wären aktuell mal auf dem Podium und das wäre echt toll. Vor uns kämpfen Max Verstappen und Oscar Piastri um den 1. Platz. Das bedeutet auch, das kostet Zeit. Und ich könnte mir denken,
Sollte ich es da tatsächlich dran schaffen, dann könnten wir den einen oder anderen da vorne echt mal mit dem Reifen ärgern. Und wir dürfen nicht vergessen, ich habe zum Schluss dann die besten Reifen. Also es macht auf jeden Fall ordentlich Bock, hier in Texas ein bisschen aufzuräumen. Hier sind wir nun an der Spitze dran und Max Verstappen quetscht sich gerade an Oscar Piastri mit einer leichten Berührung vorbei. Da deckt er ihnen ab, ähnlich wie ich. Doch Piastri, der will nicht nachgeben und da wird es ganz, ganz knapp. Piastri macht da alles, aber jetzt ist er vorbei und jetzt hat er auch schon uns im Nacken sitzen. Sprich auch, oh mein Gott, der rückt, der kommt ein bisschen auf den Körper auf, da kann ich mich nicht mehr hinsetzen, aber das geht sich noch nicht ganz aus. Hier innen, ja, ist keine Chance, kein Grip da und die Reverse-Reifen sind immer noch eine Plage. Ja, das wollte ich absolut nicht. Da kann er natürlich vorne bleiben. Dennoch, es ist unfassbar schwierig, hier vorne zu bleiben. Also, da musst du wirklich aufpassen. Und vor allem die Spitze mit den roten Reifen, die sind so schnell. Also wirklich, das ist aus den Kurven raus. Da musst du mal... Wir haben zwar, glaube ich, in der Endpace... haben da schon eines der stärksten Autos, doch gerade mit dem schlechteren Reifen aus den Kurven raus, das ist dann schon mal eine andere Sache. Auch Piastri, glaube ich, hat noch nicht ganz aufgegeben, der hängt sich da immerhin noch dran, will an Verstappen vorbei, doch Piastri hat auch den schwächeren Reifen drauf, der ist mit Gelb unterwegs und ich glaube auch, das könnte jetzt für uns reichen. Der Exit war toll, wir bekommen DRS, ihr ist es auch voll aufgeladen, ihr bekommt zwar auch DRS, doch wir gehen jetzt hier an der längsten Geraden auf der Strecke an Piastri vorbei und schaut doch so aus, als ob wir nach riesen Schritten an Verstappen aufholen würden. Ja, ich glaube, der Red Bull ist ja gerade in dieser Season nicht gerade der stärkste Punkt der Top Speed hier. Da geht's mal rein. Und wir sind in der 7. Runde. Jetzt heißt schon mal überlegen, wann werden die roten Reifen reinkommen. Ich denke mal so 8. bis 9. Runde. Die gelben werden dann so 11 bis 12 oder so, 13. Und wir müssten dann eigentlich auch in dem Fenster reinkommen. Da kommt es zur Berührung. Verstappen verteidigt hier vehement seine Linie. Aber ich habe hier ein bisschen geschlafen beim Move. Bin zu spät auf die Bremse gegangen. Jetzt geht das DRS on. EIS ist auch voll aufgedreht. Und wir saugen uns hier an Max Verstappen. Jetzt habe ich auch das EIS aufgedreht. Wir saugen uns hier an Max Verstappen dran. Gehen an der rechten Seite vorbei. Der Verstappen kann das noch kontern. Ja, da kann ich auch kaum irgendwie was machen. 21% die Reifen sind top. Und der Reifenverschleiß fällt mir auf, ist auch hier in Texas sehr, sehr gleichmäßig. Also wir haben auf allen Reifen 21% und das nach 8 Runden. Also da brauchst du kommen, gucken, das ist einfach nur gute Leistung. So, aber jetzt hier an Verstappen saugen wir uns weiterhin dran. Hatte ich einen leichten Verlenker drinnen, das war nix. Da werden wir zum Start und Ziel auch meine Probleme bekommen. Aus der letzten Kurve raus müssen wir eigentlich einen okayen Exit schaffen, sonst wird das nichts werden. Wir sind jetzt fast 7/10 draußen. Ich muss jetzt wieder ein bisschen da dran kommen. Das war absolut nichts. Gerade der letzte Sektor, der hat mehr Zeit gekostet, als er mir gebracht hat. Ja, mit dem Windschatten konnten und DRS konnten wir uns wieder auf unter 5/10 dran saugen. Jetzt mal in den erstes hier wieder an Verstappen dran kommen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Denn auf der langen Geraden, oh mein Gott, wie kann der verwarnen? Wie? Ich glaube, die FIA Marken liebt mich heute. Also wirklich, das war... Ich hätte mir so selbst eine Verwarnung gegeben. Und jetzt kommt die Red Flag daher.
Wo kommt die scheiß Red Flag daher? Und was gehe ich bitte? Auf welchen Reifen gehe ich? Ich glaube, 3 Runden ist die Red Flag da. Sprich, wir werden 11. Runde rauskommen. 9 Runden zu gehen. Schafft man das? Jetzt gucken wir uns einmal die Replan. Okay, natürlich. Hier auf dem Berg rauf, da war noch beides gut. Da waren noch beide hintereinander und Verstappen vor allem hinter Piastri. Ja, da bin ich irgendwie eine andere Linie gefahren. Aber die hat mich dann doch näher dran gebracht, als ich mir das Ganze erhofft hätte. Auch hier mit dem Windschatten. Es ist ein Traum. Gerade auf der Geraden, wenn du so ein schnelles Auto hast, sich da dran zu saugen. Und ich weiß nicht genau, da guck dich mal den Move an. Verstappen geht hier außen an Piastri vorbei und quetscht sich dann innen durch. Es ist wirklich ein Traummanöver gewesen. Gewagt, aber doch fair. Also da ist wirklich alles da gewesen. Und das war dann der Manöver... Streich von uns gegen den dreifachen Welt. Nein, das war jetzt mal die beinahe Kollision mit Max Verstappen in Windschatten. Konnte ich mich da gerade noch so retten. Doch ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, nennt mich verrückt, mit Piastri zusammen auf dem roten Reifen zu starten. Und das ist der dritte Start im heutigen, dann der vierte Start mit 2 Red Flags. Also heute ist wieder alles anders, aber in diesem Rennen ist es dann der zweite Start. Und ja, wir kommen außen hier an Max Verstappen vorbei. Der Reifenvorteil hilft uns mal vorerst. Doch kann uns das auch tatsächlich bis zum Schluss hin, ja, helfen. Ich bin mir ganz, ganz unsicher, ob diese Strategie durchgeht. 9 Runden mit dem roten Reifen. Das ist schon eine ordentliche Belastung. Die Konkurrenz hat es geschafft. Am Schluss eher dann semi-gut. Aber ich hoffe natürlich auch, dass ich bis dahin ein 2-3 Sekunden Polster rausgefahren habe, dass ich dann... Ja, da easy ohne DRS, Battles, Attacks und so weiter von hinten easy ins Ziel fahren kann. So ist mal der Plan. Ich glaube mal, dass der Plan eher durchkreuzt wird von einem Niederländer, vielleicht auch von einem Briten und einem Australier. Ja, das kann auf jeden Fall heiter werden. Hier haben wir noch einmal den Start bzw. die Replay. Diesmal war ich auf dem zweiten Platz und diesmal ist wieder Senna so schlecht gestartet. Ich hatte den besseren Start und mit dem roten Reifen konnte ich natürlich auch viel, viel später bremsen. Bin außen in Turn 1 an Max Verstappen vorbeigegangen. Hätte mir auch gewünscht, dass Piastri da vielleicht vorbeigeht. Hat leider nicht ganz geklappt. Ich bin jetzt mal 1,6 Sekunden von Russell weg und das ist wieder gelb hinter uns. Bitte nicht schon wieder Safety Code oder Red Flag oder so. Das reicht mir jetzt mittlerweile. Wir haben noch 8 Runden zu gehen, Jungs. Strengt euch mal an. Es sind schon 2 ausgeschieden. Das muss nicht so weitergehen. Ich weiß, ich war im letzten Rennen selbst für die Red Flag verantwortlich, beziehungsweise im letzten Sprint. Und der Theo ist draußen. Gerade noch angesprochen, dass die Ästens ein tolles Wochenende haben, ist Piastri nur noch auf dem 4. Platz und der 2. komplett draußen. Schade für die Jungs aus Silverstone. Da kann ich aber jetzt auch nichts machen. Ich muss die Pace auf jeden Fall aufrecht halten. Ich werde mich hier noch einmal verbessern, die schnellste Rennrunde auf eine 1:33.6 runterdrücken. Und da kommt der... Angriff in Runde Nummer 15. George Russell drückt sich außen an uns vorbei. Das kann noch einmal gut gehen. Ich bin ja ganz, ganz spät auf der Bremse. Ich glaube, viel, viel später hätte ich nicht bremsen können, sonst wäre ich da gerade weitergefahren. Das ist wirklich unfassbar schwierig. Die Reifen sind jetzt schon in einer Grauzone und wir haben noch immer 5 Runden zu gehen. Jungs, 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 drückt mir die Daumen. Das wird auf jeden Fall sauknapp. Das wird unfassbar knapp und ich hoffe natürlich, dass sich das ausgehen wird. Dennoch bezweifle ich es. Da geht es fett neben die Strecke und da ist er wieder dran. Runde Nummer 19. Der Exit hier könnte tatsächlich heute der rennentscheidende Exit sein. Der war okay, ich komme gut raus. Habe 50% DRS aufgeladen. Mit DRS kommt er da direkt wieder dran. Guckt euch das mal an. Wobei, ja, ich bin froh, dass Verstappen auf dem 2. Platz ist. Der Red Bull scheint mir nicht so top zu sein. Und da kann ich diesmal tatsächlich mal durchatmen. Kein Angriff auf der langen Geraden. Eventuell dann wieder der Back-to-Back-Angriff auf Startziel. Aber das, ja, ist jetzt mal eher trivial. Da muss ich jetzt mal aus der letzten Kurve wieder gut rauskommen. Und hinter mir baut sich schon langsam, aber sicher eine kleine Flut an Fahrern auf. Auch wenn ich dann noch und noch der Führungszug bin, macht das dennoch unfassbar Spaß. Ich weiß, es macht Spaß. Es ist Bock, macht so viel Bock. Auch wenn es schwierig ist, bitte lasst den Exit klappen.
und dann geht schon in die letzte Runde rein, Leute. So, oh, mit dem fettesten Oversteer, den ich jemals gesehen habe, gehe ich hier aus der letzten Kurve raus. Und ja, bergauf habe ich mal überstanden. Es setzt sich zwar ein Max Verstappen neben mich, das kann ich noch gut abwehren und werde hier mal vorerst vorne bleiben. Wir sind in der letzten Kurve und das hat tatsächlich gereicht. Wir gewinnen den großen Preis von den USA am Kota. Das war nicht nur der Sieg, sondern auch der Titel. Glückwunsch an das ganze Team. Das war eine spektakuläre Saison. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Schlüssel war wohl einfach die Qualität des fahrerischen Könnens, oder? Ich meine, wie oft hat er denn insgesamt überholt? Ich bin mir sicher, dass irgendwer mitgezählt hat. Und es war wunderschön anzuschauen, findest du nicht auch? Das ist ein strategischer Sport, aber es ist immer sehr aufregend, harte Kämpfe auf der Strecke zu sehen. Genau das wollen die Fans. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Es hat tatsächlich gereicht, Leute. Mein Teamkollege hatte nicht das beste Wochenende. Der Sprint war toll, das Rennen war grottig, 9 Punkte. Wir nehmen 26 mit, haben eigentlich eh schon alles gewonnen. Und ich freue mich extrem, dass das Rennen dennoch so viel Spaß gemacht hat. Wir werden die Rivalität vermutlich auch gegen Max Verstappen gewinnen. Doch jetzt macht es halt schon kaum mehr Spaß. Wir haben mit Abstand das beste Auto und es ist natürlich cool, wenn du nicht um den 8. Platz kämpfen musst, sondern darfst um den 1. Platz kämpfen, aber wir werden noch das Gefühl bald wieder bekommen, um den 8. Platz zu kämpfen. Das kann ich euch versprechen. Wir werden nämlich nach der 6. Season, wie ich schon oft angekündigt habe, ein komplett neue Karriere starten. Ihr dürft euch auch da gerne beteiligen. Sagt mir, welches Team ich zurück in die Formel 1 holen soll oder eventuell ein Remake eines aktuellen Teams, Racing Point oder so, könnten wir wieder zurückbringen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert dafür gerne auch kostenlos den Channel. Ich darf mir mal endlich alles ausgeben, denn es gibt in Aerodynamik, in Chassis und auch in Antrieb eine komplett neue Regeländerung für die kommende Season und da freue ich mich schon drauf. Das könnte sehr, sehr cool werden und dann, ja, folgt dann auch im nächsten Video der letzte Sprint der Season. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gern kostenlos den Channel. Schaut auch gerne auf Instagram, IT-Gaming und auch gerne auf Itz-Tobi auf TikTok vorbei. Falls euch meine Videos hier gefallen, würde ich mich gerne über ein Däumchen herum freuen, aber vor allem auch gerne, wenn ihr es noch nicht habt, über ein kostenloses Abo. Und guckt euch mal an, was ich alles upgraden darf. Ich habe fast 40.000 Ressourcenpunkte ausgegeben. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir haben beide Titel und eine unfassbare Season-Bilanz. Aber ihr dürft natürlich auch in den letzten beiden Rennen nicht fehlen. Ich verspreche euch, Brasilien und Portugal werden noch einmal Banger. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.